Dudelidadelida, willkommen Leute zurück zu Let's Change High in the Sky. Endlich mal wieder nach knappem Monat bin auch ich wieder dran beim Aufnehmen, weil es ist endlich Optifine für 1.3.2 draußen und ich kann wieder aufnehmen. Deswegen kam generell auch kein Minecraft. Das tut mir auch schrecklich leid, es hat schon jemand rumgeflamed. Ich glaube, das ist ein Kanal von mir oder so. Guck mal, ich erwähne dich sogar jetzt. Und, oh mein Gott, ich habe gerade eben die letzte Folge von Spexcraft nochmal geguckt, um mich etwas aufzufrischen. Und wir haben auch nicht mehr sonderlich viel zu tun. Die Monsterfalle müsste unser werter Asking Alex LP noch fertig bauen und dann war's das auch schon mit dem Let's Change auf dieser Map. Und ja, der Anfang war leider bewusst so gewählt. Einfach so als oh mein Gott, Let's Change ist wieder da. Es existiert ja doch noch. Ich hoffe mal, die haben die Truhen eh nicht da drin. Oh, unsere Truhen sind da unten drin. Ich bin... Nee, dazu äußere ich mich jetzt mal nicht. So, nehmen wir uns ein bisschen Dirt mit. Ich muss erstmal gerade die Zeit achten. Auf die Zeit achten. Ja, okay, das ist perfekt. Creeper. Eigentlich unnötig, dass ich das damit mache. Ah, damit auch. Also die 1.3.2 so rum ist um einiges cooler als die 1.2.5. Gehst du weg, Creeper? I don't fucking like you. So. Willst du mich verarschen? Nö, willst du doch nicht. Au! Ja, das sagen wir einfach, war schon so. Das weiß ja keiner. Verarschen. Pock. 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 I don't trust ya. Bam, Headshot. In Minecraft. Mhm. Gleich kommt ein Skelett und schießt uns wieder hier von oben runter. Wäre das nicht wunder... Schön? Nein, es wäre natürlich nicht wunderschön und deswegen... laufen wir jetzt einfach mal wieder zurück. Wir haben jetzt eigentlich so gut wie jede Insel erkundet. Das war nämlich auch noch eine Aufgabe, nicht zu vergessen. Da ist man 20 Sekunden weg. Okay, und schon ist hier alles wieder voller Creeper. Oh, Moment, ja. Gute Idee. Da hier irgendwie alle es lieben, ihre Inseln nicht auszuleuchten, haben wir auch immer wieder neue, werte, süße Freunde auf unseren Inseln. Wie zum Beispiel hier, was ich jetzt einfach mal so ganz schnell beheben werde. Damit nicht sonderlich auffällt, dass ich hier war. Das habt ihr auch gar nicht gesehen. Och nee, geht weg, ich hasse euch. Ja. Ups. Ich baue das jetzt einfach mal hier so heimlich wieder zu. Damit euch nicht alle, beziehungsweise damit sich jetzt nicht alle hier gerade vor den Kopf hauen. Sag mal, jetzt reicht's hier aber auch. Ich kann ja nicht sehen hier. Die wollen uns doch alle verarschen, Wahnsinns. So, guck mal, sieht der Bärschuch doch schön viel leicht schon schöner als, ne? Nö. Skelette. Mhm. Wir schauen noch mal kurz nach dort unten, wo unser Wärter Asking Alex LP gleich die Monsterfalle bauen wird. Beziehungsweise nicht gleich, sondern sobald er diese Map von mir bekommt. Und dich will ich tot sehen.
Alter, ich dachte gerade schon wieder, du explodierst. Oh, sehr schön, die haben hier unten ja schon alles ausgeleuchtet. Ja, hier steht auch das Schild, was ich baue hier nächstes Mal weiter. LG, Alex, also liebe Grüße. Da. Ja, stimmt ja. Lustig, man kann Schilder ja stacken. Das habe ich schon wieder voll vergessen. Dank der 1.3 kann man jetzt so schön viele Sachen machen. Und ich weiß nicht mal, wie ich hier rauskomme. Doch. Hüp. Creep. Uah. Geh nach Hause. Geh dahin, wo du wohnst. Und du da auch. Bam. 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 Verarschen? Dass drei Pfeile nicht gereicht haben, ist ja ernsthaft unglaublich. Und da hatten wir gerade einen Ultra-Lag. Das habt ihr bestimmt gerade mitbekommen. Einfach mal so extremste FPS-Einbrüche. Das ist mal wieder sehr schön. Nicht. Alex baut die Monsterfalle weiter. Ich guck mal, welche Inseln wir noch nicht erkundet haben. Feuchtfröhliche Monsterjagd. Ups, ich wollte gerade mit dem Bogen zuschlagen. Das Skelett muss ich ausschalten. Ja. Geht schlecht ohne Pfeile. Können wir uns anschleichen? Nein, können wir nicht. Geronimo! Yeah. Ey, gehst du? Hier hinten haben wir alles erkundet. Dort haben wir alles erkundet. Hier hinten haben wir alles erkundet. Die Insel haben wir auch erkundet. Die da vorne auch haben wir erkundet. Ja, was will man da eigentlich mehr? Los, stirb. Wow, wow, Creeper. Oh ja, Creeper sind natürlich die tollsten Geschöpfe, die in Minecraft jemals entwickelt worden sind. Obwohl, was wäre Minecraft ohne die Creeper? Dann wäre Minecraft nur noch halb so creepy. Die Insel da drüben haben wir, glaube ich, auch schon erkundet. Wir haben hier ernsthaft schon alles erkundet. Das heißt, es ist eigentlich nur noch Asking Alex LP Aufgabe, wie er ja sie fortführen oder beenden wollte, die Monsterfalle zu bauen. Oh Gott, Creeper, geh weg. Ist das hier eine feuchtfröhliche... Oh Mann, ich krieg auch heute alles kaputt. Kaum geht Minecraft mal wieder und ich kann endlich mal wieder Minecraft spielen, Alter. Ist ja ernsthaft schon wieder lange her, einen Monat oder so, dass ich richtig zocken konnte. Ich mach gleich erstmal die Brücke hier kaputt. Dies und jenes. Und jetzt falle ich am besten noch runter, weil mich ein Skelett runterschießt. Nee, ich sag lieber nichts. Also. Da schießt schon eins. Ist doch voll beschießen. Zombie! Bogen! Alter, sag mal. Wenn es so weitergeht, sind wir bei Level 30. Gehst du nach Hause? Ui! Jetzt gleich mal erstmal unseren werten Alex einen Gefallen und werde alles hier kaputt machen, was nur kaputt geht. Nein, das nicht. Alter, willst du mich verarschen, du hässliches Skelett? Da, du Creeper, geh weg. Ich will nicht, dass du... Ja, danke schön, dass du auch explodiert bist. Ich gehe jetzt einfach. Nein, ich habe keine Lust mehr auf dich, Creeper. Echt, du bist das asozialste Geschöpf, was Minecraft zu bieten hat. Du machst alles kaputt. Mann. Ist ja echt unglaublich. Egal, was sich jetzt noch in unseren Weg stellt. Es kann uns jedenfalls nicht mehr umbringen. Okay. Tun wir mal Asking Alex LP den Gefallen und... Er wird ja die Monsterfalle bauen und da braucht er ziemlich viel Verteidigung.
Blast Protection, ja, gegen Creeper. Tut das nicht mehr ganz so doll weh. Und er kann ja durch Erz abbauen und so ein Kram. Jetzt auch Erfahrung sammeln. Ich tausche mal die Decke aus. Brennzombie. Burn in the hell. Na gut. Brenn in der Hölle. Passt viel besser. Hier haben wir... Ja, wir nehmen mal das helle Holz. Das helle Holz ist doch mal auch ganz schick. So. Jetzt finden wir uns hier mal zurecht, indem wir mit der Schaufel die ganze Decke einreißen. Pass auf, gleich regnet ein Skelett in unser Haus. Knallt uns ab und wir sind tot. Und zwar One-Hit. 5,5 Herzen. Das wäre aber voll das Cheater-Skelett. Oh nein, es regnet. Es regnet rein, oh mein Gott, wir werden alle sterben. Ne, ernsthaft, wer hat sich bei Minecraft bitte schon Regen ausgedacht? Außer vielleicht Notch. Ernsthaft, das ist das Schlimmste. Es ist das Schlimmste, lauteste, ekligste, bescheuertste, weiß ich nicht, in Minecraft, was es gibt. Es ist total unnötig. Ja gut, jetzt werden einige schreiben, es ist nicht unnötig, weil dadurch können zum Beispiel diese komischen Töpfe aufgefüllt werden, Feuer gelöscht werden, bla bla bla. Ja, ich weiß. Ich liebe euch auch allesamt. Man kann jetzt sagen, was man will, das sieht doch echt geil aus. Ich spiele auch mit Absicht mit dem Classic-Texturen, weil... Classic halt. Wir haben mit Classic angefangen, wir beenden das Ganze auch mit Classic. Und bauen jetzt mal hier fix das Dach fertig, wollte ich gerade sagen, die Decke. Damit wir wenigstens auch etwas in diesem Spielchen noch heute zu tun haben. Und hier nochmal werte Grüße an meinen Flamer, der mir die ganze Zeit gesagt hat, ich soll Minecraft machen, obwohl man Minecraft nicht ging. Dankeschön und hi. Ab jetzt wird wahrscheinlich, ich kann es euch nicht versprechen, öfter wieder Minecraft kommen. Und ja, sieht doch ganz schick aus. Und ich hoffe, es ist Nacht. War klar, das Spiel tut mir keinen Gefallen. It's raining man. Hallelujah, it's raining man. Oh nein, ich hasse das Lied. Und ich hasse Regen in Minecraft. Ich hasse alles. Es war ja zur Zeit auch der Video Day. Und die Gamescom, da laufen ja eh immer die Leute, die alles hassen, mit schwarzen Klamotten, stinkend und langen Haaren und unrasiert rum. Ich war leider nicht da. Leider. Ansonsten hätte es ja gepasst. Schwarze Klamotten. Unrasiert, lange Haare. Passt doch. Falls ihr auf der Gamescom wart, könnt ihr ja mal hier unter dem Video kommentieren, wie ihr sie fandet, was ihr getan habt und wieso ihr es getan habt. Und ich hoffe doch, ihr habt RTL für uns ausgebildet. Die waren nämlich auch wieder da. Aber auf jeden Fall, Leute. Hiermit verabschiede ich mich von euch für dieses Let's Change, da ich nicht denke, dass ich nochmal aufnehmen muss, weil Alex die letzte Aufgabe für uns erfüllen wird, hoffe ich jedenfalls. Und es war schön mit euch, sorry für diese einmonatliche Verspätung der Folge. Ihr werdet mich dafür bestimmt nicht haten, jetzt haben wir wenigstens noch mehr Abonnenten, die das sehen können. Yeah, 666 Abonnenten, yeah. Und nochmal ein herzliches Dankeschön an all meine Abonnenten, AskingAlexLP, Lexcraft und unseren werten kleinen Freak, mein Michi, die mit uns dieses Let's Change in die verfluchten Wege gelitten haben. Ja, geleitet, weiß ich nicht. Bam, ja, los, sprengt euch gegenseitig. Geh hier nochmal kurz alles töten. Jetzt werdet ihr mir doch noch nicht... Jetzt werdet ihr mich doch noch nicht so schnell los. So, tschüss. So, viel Spaß hast gegen AlexLP bei deiner Monsterfalle.
Ich verabschiede mich hiermit von euch. Wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge einen Daumen hoch. Abonniert mich, wenn ihr nichts mehr von Minecraft Amnesia oder sämtlichen anderen Gedöns verpassen wollt. Und bis zur nächsten Folge von Minecraft Hardcore Amnesia oder sonst irgendwas. Tschüss.